Moin, Freunde der simulierten Landwirtschaft. Mein Name ist Chris und ich stelle euch von unserem YouTube-Kanal Modbox, ja, unser 13. Ja, Adventstürchen vor. Mit dabei ist natürlich der Billy von BEE Modding, die uns verdankenswerterweise diese Mods vorerst exklusiv zur Verfügung stellen. Und Billy, was haben wir denn heute? Heute wieder was Kleines, aber Feines, würde ich sagen. Liebe Zuschauer, ein bisschen entschuldigen bitte. Wenn ich mich ein bisschen krank anhöre, ich habe mir ein bisschen was eingefangen. Ein paar Infekte oder so. Aber ihr seht, wir ziehen es trotzdem für euch durch. Ja, genau. Damit wir kommen trotzdem noch alle. Keine Sorge. Und zwar unter Hallen haben wir nach dem Holzlager gleich. Das hat man ja schon mal vorgestellt. Also müsst ihr mal Adventskalender verfolgen. Bis jetzt hatten die Gebäude, also nicht alle, aber die meisten, immer so ein kleines Gimmick. Da müsst ihr auf jeden Fall mal in die Videos reinschauen. Da wird alles erklärt. Also das haben wir euch auch schon vorgestellt. Also für 8000. Nennt sich Pferde-6, hat wahrscheinlich damit zu tun, dass es aus einem Pack kommt. Ja, genau. Und der kriegen wir für 8000 Euro. Gesamtmaß 11,5 x 6 Meter. Das ist was Kleines oder Feines an sich. Ein kleiner Lichtschalter. Animiert. Natürlich Licht. Relativ warmes Licht, sag ich mal. Ja, passend eher zu der Halle, weil ist jetzt, man sieht es ja auch, ist jetzt nichts Modernes oder Hochmodernes. Ist ja auch wieder eher bayerische Stil, ne? Ja, genau. Und auch hier ist wieder, was wir auch in vielen Videos dann auf die Detailtreue ein bisschen zu achten. Ihr seht hier die Regenrinne zum Beispiel, die klebt nicht am Holz, sondern ist wirklich mit so Halterung verschraubt. Ihr seht auch gleich wieder die Stromleitungen, ne, die jetzt hier. Hier hat zum ersten Mal keinen Stromkasten, ne, sein oder täusche ich mich? Ja, hier haben wir jetzt keinen. Genau. Also in der Regel war es immer so, dass hier ein Stromkasten drin war, wo das Erdkabel aus der Erde hochkam in den Kasten. Und dann seht ihr hier quasi. Die Verkabelung ist natürlich auf dem Holz, nicht im Holz, ist ja logisch. Und oh, guter Punkt, das werden wir mal notieren noch. Ja, seht ihr, also ne, auch hier die Verteilerdosen sind da. Wie gesagt, diese Mods, so Bild ist eh gerade notiert, müsst ihr euch vorstellen, die sind oder werden noch bei Giants eingereicht. Das heißt, in der Regel kommen die in den Mod-Hub. Auch für die Freunde der Konsole kann es durchaus sein, dass die für euch auch dann zur Verfügung gestellt werden. Das kann man nie so genau sagen, weil das Auswahlkriterium oder auch die Möglichkeiten ist bei Giants noch ein bisschen schwierig, glaube ich, sagte Billy. Ne, also da, sobald es da Informationen gibt, ob und wann, kriegt ihr jetzt über unsere Kanäle, auch von BGE Modding, über die Kanäle YouTube und Discord natürlich gesagt, ne, damit ihr dann auch dann direkt zuschlagen könnt, wenn sie kommen, dass ihr euch die dann auch runterladen könnt. Aber sonst immer mal ab und zu mal ein bisschen in den offiziellen Farming Simulator Giants Mod Hub gucken, entweder über die Homepage oder auch im Spiel oder neueste, da tauchen die dann auf. Und ihr seht, der Bürger passt da perfekt rein. Ist auch eher für Young und Oldtimer gedacht, diese Halle. Ich meine, ein normaler Fan würde ich auch hier reingehen. Ja, ein Tausender vielleicht nicht unbedingt, aber. Ich wollte gerade sagen, also. Es passt mit zum Verhältnis, ne? Weil hier fahrt ja auch kein Quadrat rein. Das ist ja nicht dafür gedacht. Ja, ich glaube, die Hallen, die großen, sind standardmäßig genügend große Hallen und. Genau. Ich habe gedacht, komm, ein paar kleine Hallen sind vielleicht ein bisschen mehr gefragt auf dem Markt momentan. Und wir haben auch wirklich viele Freunde, die Young und Ultimer spielen. Das muss man auch mal sagen, die ja, auf jeden Fall. Community da ist ja. Einfach nur hocharbeiten, immer das, ne? Richtig, richtig. Und viele Maps sind ja auch mittlerweile nicht mehr so jetzt wie Nordfriesische Marsch mit diesen Riesenfeldern, sondern es sind ja viele, die dann, was damals die Stappenbach, die so kleinere Felder hat, was ich 250 Stück, aber alle halt dann gerade für solche Momente ausgelegt. Und da macht so eine Halle natürlich mehr Sinn als die große Hörmann-Halle, weil da hat sofort 5 Felder belegt gefühlt. Genau. Zum Thema Konsolen-Release und so. Ich denke mal, so kleine Hallen sind kein Problem. Also, ich denke, die sind auf jeden Fall kein Problem. Die werden für Konsole auch kommen. Also, Cosplay quasi. Da brauchst du dir eigentlich keine Gedanken machen. Ja, schon. Ja, eigentlich alle Sachen, die ohne Skript laufen. Ich wollte gerade sagen, sobald da Funktionen hinterhängen, dann wird es natürlich gefährlicher. Ne? Bei genau. Skripten ist die Konsole, glaube ich, eh raus. Ne? Ja, genau. Ja. Gut, das heißt, also wir haben hier eine schöne Halle im. Ja, bayerischen Stil mit einer Lichtfunktion, wo noch ein bisschen was geändert wird. Und ja, mehr können wir dazu nicht sagen, oder? Ja, eigentlich nicht, nee. Nee, also wie gesagt, wenn es euch dann gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da, aktiviert die Glocke, um keine weiteren Mods oder Adventstürchen mehr zu verpassen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, auch wenn euch was nicht gefällt, dafür habt ihr eure Meinung, aber bitte konstruktiv und nicht plump. Und in diesem Sinne möchten wir uns von euch verabschieden. Hoffe, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Euer Christian von Modbox und Billy von BGE Modding. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.